Willkommen zu meinem Vortrag. Ich hoffe, das ist alles gut zu sehen. Ich brauche Unterstützung, wenn irgendwas an der Präsentation hängt, dass jemand sagt, wir sehen kein weiteres Chart und so. Ich hoffe, es geht. Also ich wechsle mal auf das erste Inhaltschart. Ich hoffe, das ist zu sehen. Und ansonsten habe ich nur 20 Minuten Zeit. Ich würde gerne gleich ins Thema springen. Was ich vorstelle, ist das Projekt Meno Support. Sie sehen hier auf dem Bild meine Mitarbeiterin, mit denen ich das gemacht habe. Sorry, dass das Telefon klingelt, wie das immer so ist, wenn man online redet. Sorry. Also, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie geht es Frauen, die in den Wechseljahren sind? Das fängt übrigens bei den meisten auch deutlich vor 50 an. Kommen wir aber gleich zu, am Arbeitsplatz. Ja, warum gibt es dazu noch keine wissenschaftliche Untersuchung? Das haben wir auch uns fassungslos gefragt, weil die Wechseljahre ganz lange ein Tabuthema waren und auch in Teilen immer noch sind. Das sehen wir gleich. Nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in der Gesellschaft. Das Projekt ist gerade abgelaufen. Sie sehen hier bis zum 30.09. und wir haben zwei Forschungspartnerinnen gehabt und hier ist der Überblick, was wir gemacht haben. Also meine Hochschule, die HWR, hat das Erleben der Wechseljahre im Arbeitskontext aus Sicht der Frauen untersucht. Das stelle ich gleich vor. Und wir haben sozusagen angesetzt, zu überlegen, welche Maßnahmen für das BGM sinnvoll wären. Und hier hat sozusagen auf halbem Weg unsere Forschungspartnerin übernommen und hat dann noch ein ganzheitliches Gesundheitskonzept für Frauen in den Wechseljahren entwickelt. Wir beschäftigen uns aber heute jetzt mit dem ersten Thema der subjektiven Sicht der Frauen. Dazu muss man ganz kurz was zu den Wechseljahren sagen. Auch Frauen wissen das nicht immer so genau. Was ist denn das? Wie lange dauern die und so weiter und so fort? Also in die Wechseljahre geraten kann man, wenn man ganz, ganz großes Pech hat, schon in den 30ern, wenn man eine medizinische Indikation wie eine OP hat, vielleicht sogar in den 20ern normal, aber sozusagen so rund um die 40. Und die Wechseljahre dauern 10 bis 15 Jahre, durchaus auch mal in Einzelfällen 20 Jahre. Wir sehen aber gleich, das ist dann also keine 20 Jahre, wo es alles ganz grauenhaft ist, aber wo sich der Körper sozusagen dauerhaft hormonell umbaut. Wir unterteilen die Wechseljahre in die beiden Phasen Perimenopause und Postmenopause. Und die Menopause selber ist ein Zeitpunkt, nämlich der Zeitpunkt des letzten Males, wo eine Frau ihre Periode hat. Das kommt auch gleich nochmal in der Abbildung. Und hier ist jetzt eine Zahl nicht aus unserer Untersuchung zitiert. Wir sind aber ganz zufällig auf genau den gleichen Wert gekommen. Bei uns haben auch 93% aller befragten Frauen gesagt, sie leiden unter mindestens einem Wechseljahressymptom. Parallel zu uns gab es eine repräsentative Befragung von Forsa. Und wie gesagt, da kam genau dieselbe Zahl raus. Also 93% aller Frauen merken etwas im negativen Sinne von ihren Wechseljahren. Das widerspricht ein bisschen der medizinischen, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Weisheit oder überlieferten Erzählung, dass ein Drittel aller Frauen unter den Wechseljahren sehr stark leiden, ein Drittel mittel leiden und ein Drittel sie gar nicht merken. Ich persönlich würde das mal anzweifeln und sagen, auch da wäre es Zeit, nochmal neu zu erheben. So, nur ein Chart, was passiert in den Wechseljahren. Die Prämenopause habe ich eben nicht erwähnt. Das ist alles von sozusagen, man hat das erste Mal seine Tage als Mädchen oder Frau bis hin zum Einsetzen der Zeit, die man Wechseljahre nennt, also bis zum Beginn der Perimenopause. Die ist hier mit Mitte 40 eingezeichnet. Aber ich habe eben schon gesagt, ich würde sie eigentlich um die 40 schon ansetzen und in Einzelfällen kann das auch schon früher anfangen. Aber Mitte 40 spätestens merken die meisten Frauen irgendwas und sie sehen hier nur schematisch, Progesteron- und Östrogenwerte im Körper nehmen stark ab. Das Bild ist aber deshalb eigentlich sozusagen noch beschönigend, weil die nehmen nicht so linear ab, wie das hier zu sehen ist, wobei es geht ja sozusagen von 100 auf 0, sondern in dieser Zeit der Perimenopause gibt es eine Phase, in der die Hormone total verrückt spielen. Ähnlich wie das vielleicht bei Teenagern der Fall ist, wenn da die Hormone sich im Körper umbauen.
Und das ist die Zeit, in der normalerweise die Frauen ihre schlimmsten Wechseljahressymptome haben. Ich hatte eben schon gesagt, die letzte Regelblutung wird als Menopause bezeichnet, dieser Zeitpunkt. Dann wartet man ein Jahr und ab dann sind Frauen in der sogenannten Postmenopause bis zum Ende ihres Lebens. So, und das umfasst natürlich einen großen Teil, also einen wesentlichen Teil der Berufstätigkeit. Ich glaube, das versteht sich von selber, wenn das eben mit ja, Anfang, Mitte 40 anfängt und dann bis wann auch immer man arbeiten möchte. Die Diskussion haben wir ja eben schon ein bisschen gehört. So, wir haben eine Online-Befragung gemacht und 2119 Teilnehmerinnen in unsere bereinigte Stichprobe genommen. Wen haben wir alles rausgeschmissen? Wir wollten nur abhängig beschäftigte Frauen, keine Selbstständigen, auch keine nicht arbeitenden Frauen, weil wir ja das Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz untersuchen wollten. Ein Mann hat auch teilgenommen, den haben wir auch rausgeschmissen. So, Erhebungszeitraum war das zweite Quartal des vergangenen Jahres. Und das waren die Themen, über die wir die Frauen gefragt haben. Was wissen Sie über die Wechseljahre? Wie haben Sie die persönlich oder wie erleben Sie die gerade am Arbeitsplatz? Welchen Einfluss das auf Ihre Karriereentscheidungen hat, was Sie persönlich machen und was es schon an Maßnahmen am Arbeitsplatz gibt, um Sie zu unterstützen. Ich stelle jetzt hier in der Präsentation nur einen kleinen Teil der Ergebnisse vor. Eine ganz lange und ausführliche Präsentation ist auf unserer Webseite. Da kommt am Ende ein Link. Also ausgewählte Ergebnisse aus der Online-Befragung. Was sagen die Frauen? Wer fühlen sie sich von den Arbeitgebern im Prozess der Wechseljahre unterstützt? Stimme eher und völlig voll und ganz zu sagen, etwa 15%, was andersrum dann eben heißt, die meisten Frauen fühlen sich nicht während der Wechseljahre unterstützt. Und vielleicht ganz kurz für diejenigen, die nicht ganz sicher wissen, was sind denn das für Symptome, die kommen, weil die Abfrage habe ich hier jetzt nicht drin. Man schläft schlechter, man hat Hitzewallungen, das sind, glaube ich, die bekanntesten Symptome. Man kann aber unter Umständen auch Gelenkschmerzen, Herzschmerzen haben, ganz trockene Schleimhäute. Was haben wir noch? Also es gibt so eine lange Liste von bestimmt 20 Symptomen, die zu den Wechseljahren gehören. Und wie gesagt, eine ganze Reihe von Frauen leiden unter verschiedenen davon. Und wenn wir jetzt mal ein Beispiel rausnehmen, um nur das mal klar zu machen, wie kann man Frauen konkret am Arbeitsplatz unterstützen? Wenn Frauen unter Hitzewallungen leiden, heißt das natürlich nicht, dass man gleich die ganzen Büros klimatisieren sollte, aber vielleicht gibt man der Frau einfach die Möglichkeit, in einem Büro zu arbeiten, wo sie selber das Fenster auf und zu machen kann, je nachdem, wie es ihr gerade so geht. Und man steckt sie vielleicht nicht in Arbeitsbekleidung, die komplett aus Kunststoff besteht, sodass sie darin ja, in ihren eigenen Schweiß fast ertrinkt. Sind die Wechseljahre noch ein Tabuthema heute, beziehungsweise vor einem Jahr? Ja, sagt die Mehrzahl der Befragten. Ein knappes Viertel sagt nein und ein weiteres knappes Viertel ist sich nicht sicher am Arbeitsplatz, ja, nicht privat. Ich glaube aber, dass sich die Werte nicht so wahnsinnig unterscheiden. Am Arbeitsplatz ist es sicherlich vielleicht ein bisschen höher. Also die meisten Frauen sprechen das Thema am Arbeitsplatz nicht an. Wollen Sie das denn so? Ist die nächste Frage. Nein, das wollen sie nicht. Die Frauen wünschen sich ganz klar offene Kommunikation zum Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz. Zumindest, wie man hier sieht, zu zwei Dritteln. Ein Viertel ist sich nicht ganz sicher oder sagt teils, teils, was man ja vielleicht auch verstehen kann. Die wollen vielleicht keine Details ihrer Symptome offenlegen, aber Unterstützung ist, glaube ich, noch mal was anderes. Nicht zustimmen machen hier in unserer Befragung nur 8%. Also das Bedürfnis nach mehr Kommunikation ist ganz klar da. Und jetzt kommen wir zum Einfluss der Wechseljahre und der Symptome auf die Arbeitsfähigkeit von den Frauen. Und wir sehen hier die Top 4 Faktoren. Die Frauen können sagen zu fast 75%, sie können sich weniger gut konzentrieren und fühlen sich gestresster. Die Hälfte berichtet, sie sind ungeduldiger, gereizter gegenüber anderen. Entschuldigung, ich kränkel ein bisschen. Und ein gutes Drittel hat weniger Selbstbewusstsein bezüglich ihrer Fähigkeiten. Ich würde gerne den Blick auch noch auf Faktor 5 lenken. Psychische Probleme wie depressive Verstimmungen oder Ängste.
31,7%. Und hier würde ich gerne einen Vergleich machen, denn wir haben genau die Befragung ein Jahr später in Österreich durchgeführt. Einmal ganz mit 1700 Teilnehmerinnen, einmal ganz kurz die österreichischen Werte hier. Die Faktoren sind in der Reihenfolge komplett identisch. Also die sechs Faktoren, die Sie hier sehen, also genau gleiche Reihenfolge. Die Werte insgesamt sind ein ganz kleines bisschen niedriger, nicht nur bei der Befragung, nicht nur bei der Frage, sondern auch auf anderen. Aber wir sehen auch hier, ein gutes zwei Drittel der Frauen sagt, ich kann mich weniger gut konzentrieren und ich fühle mich gestresster. Und ein weiterer Blick in das Mutterland der Wechseljahre am Arbeitsplatz, Befragung nach UK. Hier sind die Ergebnisse einer Befragung aus 2021 vom britischen Unterhaus. Und wir haben die Frage bewusst natürlich ganz wörtlich übersetzt übernommen. Und wir sehen auch hier, die Werte von UK werden praktisch eins zu eins in der deutschen Befragung repetiert. Also das scheint international und interkulturell scheinen das dieselben Symptome zu sein, die die Frauen in den Wechseljahren am Arbeitsplatz beeinträchtigen. Wenn Sie hier näher hingucken, sehen Sie, es sind keine psychischen Beeinträchtigungen abgefragt. Das hatten die Briten nicht in der Befragung. Wir haben die hinzugetan, weil wir vermutet hatten, dass es da gar nicht so wenige Frauen gibt, die darunter leiden. Dann geht es weiter mit den Ergebnissen. Welchen Einfluss hatten die Beschwerden auf Karriereentscheidungen der Frauen? Über die Hälfte sagt keinen Einfluss bisher, aber fast ein Viertel sagt, ich habe Stunden reduziert, 18% sagen, sie haben die Stelle gewechselt, knappe 16% eine Auszeit genommen und früher in den Ruhestand zu gehen, geben 10% aller Befragten an. Und wir haben diese Frage, wie auch im Übrigen andere, nach Alterssegmenten ausgewertet. Und hier gibt sich ein erheblicher Unterschied, wenn man Alter 55 plus anguckt. Also anders als die meisten Teilnehmenden hier in dieser Konferenz, geben fast 20% der Frauen an, ja, sie überlegen, früher in den Ruhestand zu gehen oder haben das vielleicht schon gemacht. Was ist noch zu berichten? Welchen Einfluss die Wechseljahre auf die Arbeitsfähigkeit haben? Wir haben gefragt, waren Sie schon einmal krankgeschrieben? Und wir sehen hier so ein knappes Drittel, also 29,4% ganz genau gesagt, waren schon einmal wegen Wechseljahressymptomen krankgeschrieben. Das hier wiederum deckt sich mit ein Drittel der Frauen sind durch die Wechseljahre deutlich beeinträchtigt. Über 3% haben unbezahlten Urlaub genommen. Zwei Drittel sagen nein. Weder noch. Und wir springen jetzt auf die Frage, möchten denn die Frauen von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz unterstützt werden? Wir haben ja am Anfang der Ergebnisse schon gesehen, die Frauen wünschen sich mehr Kommunikation und es ist also deshalb nicht weiter überraschend, dass sie sagen, ja, ich wünsche mir Unterstützungsangebote. Das sagen fast 57%. Nein, sagen nur 15%. Weiß nicht, vielleicht auch, weil sie nicht wissen, wie die aussehen könnten, 28%. So, und jetzt zu der entscheidenden Frage, sei alles entscheidende Frage, was können denn die Arbeitgeber tun? Und zu dem, was können die tun, haben wir erstmal abgefragt, was gibt es denn bereits an ihrem Arbeitsplatz? Mehrfach Antworten natürlich möglich. Die erste Kategorie, das, was uns allen vielleicht auch als erstes eingefallen wäre, Arbeiten aus dem Homeoffice, flexible Arbeitszeit, guter Zugang zu Sanitäranlagen, die Arbeitsbekleidung und die Klimatisierung der Arbeitsplätze. Das ist in zwischen 22 und 51% aller Fälle schon vorhanden. Dann gibt es, berichten jeweils 16,6% Kurse zu Entspannungstechniken und die Möglichkeit, mit anderen Frauen im Unternehmen sich zum Thema Wechseljahre auszutauschen. Sicherlich nicht in moderierten Gruppen, sondern informell. Und jetzt kommen wir zu dem, was bisher kaum vorhanden ist. Und weil die Werte so niedrig sind, werden die nochmal rot eingerahmt. Also, die Mitarbeitenden berichteten, dass nur 4,4% Führungskräfte für das Thema Wechseljahre überhaupt sensibilisiert sind, also das in irgendeiner Weise auf dem Schirm haben. Und auch bei den Mitarbeitenden ist der Wert mit 4,8% überhaupt nicht besser.
Also alles zwischen sozusagen 3 und 4%. Nein, es gibt noch keine wechseljahresfreundliche Arbeitskultur. Es gibt kaum Informationsangebote zum Thema Wechseljahre, kaum Sport, kaum psychologische und betriebsärztliche Betreuung zum Thema Wechseljahre. Hier können wir mit Stolz vermelden, das ändert sich gerade in den Unternehmen. Ich bin mir sicher, Anke Sinning, die gleich noch zu Ihnen sprechen wird und mit diskutieren wird, wird davon auch noch mehr berichten können. Und dann haben wir schließlich gefragt, was wünschen sich denn die Frauen? Und haben nur die hier ausgewertet, bei denen bestimmte Sachen noch nicht am Arbeitsplatz angeboten wurden. Also, was würden sie als hilfreich empfinden? Und hier sehen wir das, was eben ganz unten war, ganz oben. Die Frauen wünschen sich am allermeisten, dass Führungskräfte und Mitarbeitende überhaupt einmal wissen, dass sie vielleicht in den Wechseljahren sein könnten und einfach Verständnis haben. Sehr viel mehr ist das ja nicht. Also Neudeutsch Awareness, dass das ein Thema ist, was Frauen zwischen 14 und 60 unter Umständen gesundheitlich eine ganze Zeit beschäftigt. Ja? Und wir sehen auch flexible Arbeitszeitmodelle werden sehr stark gewünscht, die wechseljahresfreundliche Arbeitskultur und. Bisschen geringere Werte, aber immer noch relativ hoch. Sport, Entspannungstechniken, Informationsangebote, Austauschmöglichkeiten und eine betriebsärztliche Betreuung. Also das wird von 2 Dritteln der Frauen gewünscht. Und etwas weniger, aber auch eigentlich nicht so sehr viel weniger, ermöglichen vom Arbeiten aus dem Homeoffice. Ich denke, das ist nicht ganz weit oben, weil es natürlich eine ganze Reihe von Berufen gibt, wo das schlicht nicht geht. Also die Chirurgin kann schlecht im Homeoffice operieren und die Verkäuferin in der Boutique kann das auch relativ schlecht. Eine psychologische Betreuung wünschen sich fast 59%, dito klimatisierte Arbeitsplätze. Die Sanitäranlagen sind offensichtlich immer noch ein Thema. Auch hier so in aller Vorsicht für die Männer in der Runde. Bevor man in die Menopause kommt, haben relativ viele Frauen sehr, sehr starke Blutungen, sodass es fast kriegsentscheidend sein kann, relativ schnell auf einer Toilette zu sein. Ich hatte letzte Woche eine Diskussionsrunde, in der relativ viele Polizistinnen waren und die hatten zu diesem Thema ziemlich viel zu sagen. Ja, hier taucht auch noch die Arbeitsbekleidung auf. Also das sind hilfreiche Unterstützungsangebote aus Sicht der Frauen. Und wir kommen zu dem, was wir jetzt im Moment wahrnehmen oder in den letzten Monaten wahrnehmen, was ist passiert, seit wir die Studie gemacht haben. Wir waren relativ viel in den Medien. Hier ist so eine kleine Auflistung. Es fing eigentlich eher mal klein an mit Online-Medien, dann wurde es aber immer mehr. Wir sehen hier rechts die Apothekenumschau. Es gibt sozusagen die Nummer 2 im Apothekenmarkt, berichtet. Ich glaube, in dieser Woche auch in der hat ein Sonderheft zum Thema Wechseljahre, Radio, Illustrierte und so weiter und so fort. Und gerne möchte ich Ihren Blick auch auf ganz unten lenken. Morgen wird im Bundestag auf Antrag der Unionsfraktion, die ja in der Opposition ist, ich weiß nicht, ob Sie als Regierungspartei den Antrag gestellt hätten, aber wir hoffen mal, dass Sie das machen, auch weiter unterstützen werden, wenn Sie in der Regierung sein sollten nächstes Jahr. Also es gibt einen Antrag auf Erarbeitung einer nationalen Wechseljahresstrategie. Und wie gesagt, morgen Mittag wird die im Bundestag gestellt und diskutiert. Ja, ich bin bei 18,5 Minuten. 20 Minuten hatte ich. Ich habe mich beeilt, dass wir noch ein bisschen diskutieren können. Ich sehe schon eine gehobene Hand. Das ist super. Hier ganz kurz Kontaktdaten und die Webseiten, wo wir alle unsere Ergebnisse abgelegt haben. Ich freue mich auf, ich glaube, wir haben 5 Minuten, wenn ich das richtig sehe, Frau Stoß. Sie müssen das übernehmen. Das weiß ich nicht genau, wie wir im Zeitplan sind für Fragen und Diskussionen. Herzlichen Dank, Andrea, Frau Dr. Professor Dr. Rümmler. Ich finde, das Thema ist so wahnsinnig spannend und wie Sie es auch dargestellt haben. Ich selber, ein kleiner Nerd, ich liebe Studien, weil es wird einfach greifbar. Wir sprechen nicht von Einzelempfindungen oder ähnliches. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Und gleichzeitig so viele von den Ergebnissen sehen wir halt auch, wird für alle Menschen in dieser Gesellschaft im Zweifel auch ganz viel bedeuten. Sei es klimatisierte Arbeitsplätze, sei es Arbeitskleidung, die sich wirklich auch den Bedürfnissen
Bedürfnissen der Menschen anpasst. Ich freue mich, dass ich schon einige Fragen im Chat gefunden habe und weiß, dass die wunderbare Susanne diese auch gesammelt hat und jetzt auch bei uns mit in den Chat hinein in unsere Fragerunde hier reingeben wird. Susanne, bist du schon da? Alternativ übernehme ich die erste, weil die mich auch brennend interessiert. Und die wäre, sehen Sie gerade auch schon Trends in den Unternehmen, die in die Richtung des Themas Wechseljahre geht? Wie gehen denn Unternehmen da wirklich ran? Was für ein Feedback kriegen Sie? Also kurze Antwort, ja. Also wir haben im Sommer eine Veranstaltung bei uns an der Hochschule gemacht, zu der wir Unternehmen eingeladen haben. Die Veranstaltung war sozusagen relativ schnell ausgebucht. Wir hatten 50 Plätze. Also 50 Repräsentantinnen von Unternehmen waren da. Ich muss mal überlegen, ein Mann war auch da. Ansonsten waren es Frauen. Und wir sehen, dass wir sind in Kontakt mit den größeren Unternehmen. Wir sehen, dass die sofort an, also die, die es kapiert haben, die sozusagen den Haken geschluckt haben, dass sie sofort an die Arbeit gehen, was ich ganz großartig finde. Also, dass sie sagen, ja, wir sehen, das ist ja gar kein Hexenwerk, was wir tun müssen. Wobei ich finde, das Hexenwerk ist vielleicht die Kommunikation. Also die Führungskräfte davon zu überzeugen, das ist meine Erfahrung jetzt, ein Teil der Führungskräfte kapiert das sofort, sagt, ja, klar, Fachkräftemangel. Gut ausgebildete Frauen in den mittleren Jahren, die müssen wir halten. Alles klar, wir sollten die unterstützen. Und dann gibt es aber auch leider die, die sagen, ja, schon wieder ein Thema, wo die Frauen eine Extrawurst haben wollen. Was denn noch? Ja. Ich kann keine Häufigkeitsauszählung machen und bei uns melden sich natürlich die Unternehmen, die mehr wissen wollen. Aber wie gesagt, das sind eine Reihe und ich freue mich über jede Gelegenheit zum Vortrag, die ich habe, weil ich dann eben immer sehe, die Diskussion läuft schon in den Unternehmen oder fängt eben gerade an. So, es war gefragt worden, was läuft im Bundestag morgen? Gibt einen Antrag der Unionsfraktionen auf eine nationale Wechseljahresstrategie. Ich kann nicht gleichzeitig reden und googeln. Ich bin nicht so multitaskingfähig, aber ich kann den Link zum Antrag gleich nochmal in den Chat tun, wenn ich fertig bin, wen das interessiert. Den findet man aber auch. Das ist schon auf der Bundestagsseite. Also wenn man Menopause, Bundestag, Union eingibt, denke ich, findet man den. Und wie gesagt, ich suche ihn gleich nochmal raus. Meine Präsentation mit allen Links, das habe ich im Übrigen schon an die Organisatorinnen geschickt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo eine Ressourcenseite machen. Da Das kommt machen man wir. drauf. Ah, wunderbar. Vielen Dank für den Link zum Bundestag. Genau, wir werden im Nachhinein alles auf unserer Website bei DDN Hamburg posten und auch Ihren Vortrag dort mit einstellen und auch übrigens den Videomitschnitt. Da war jetzt noch eine weitere Frage oder noch mehrere Fragen im Chat. Wenn jemand jetzt bereit ist, im Unternehmen die Führungskräfte zu schulen, wo findet er externe Unterstützung? Ich würde mal sagen, die Frage können Sie an Frau Sinnigen stellen, nämlich zum Beispiel bei Frau Sinnigen, ohne jetzt so massiv Werbung für sie zu machen. Die ist nachher noch in der Diskussion bei Ihnen mit dabei. Also es gibt im Moment noch eine überschaubare Zahl von Frauen. Männer kenne ich nur in der Schweiz einen, der sich mit dem Thema näher beschäftigt. In UK sind aber eine ganze Reihe von Männern auch an dem Thema dran, weil in UK ist das Thema inzwischen viel weiter verbreitet. Da ist das, ich würde jetzt nicht sagen der Normalfall, aber über 3000 Unternehmen haben sich schon verpflichtet, eine wechseljahresfreundliche Arbeitskultur zu etablieren in ihrem Unternehmen. Und wie gesagt, das ist so eine subjektive Sache, was im Unternehmen nötig ist. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Wenn Sie an meine Beispiele von eben denken, im Krankenhaus, wenn es um Ärzte und Pflegepersonal geht, die ja zum Beispiel kein Homeoffice machen können, ja, man kann Berichte aus dem Homeoffice schreiben, aber weder operieren noch Patienten pflegen. Also 90% muss vor Ort geleistet werden, mindestens. Da kann man dann eben sowas zum Beispiel machen, wie einen Ruheraum einzurichten, dass sich die Frauen, ja vielleicht auch mal Mann, ausruhen können mittags, wenn sie nicht so gut geschlafen haben, weil wie man ja weiß, hilft so ein 20 Minuten Schlaf manchmal Wunder. So, und in anderen Branchen ist das aber ganz anders. Also das ist eine unternehmensindividuelle Sache. Wir machen wollen als weiterführendes Projekt, das habe ich jetzt ausgelassen, wir haben ein weiterführendes Projekt beantragt und wir wollen einen Leitfaden für Unternehmen entwickeln.
Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen komplexer, da sozusagen alle Eventualitäten mit abzudecken. Und ich denke selber persönlich, dass das Thema Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist, weil nochmal Tabuthema bisher gewesen und eigentlich immer noch in einer Reihe von Fällen. Und das ist das Erste, was sich erstmal ändern muss, dass man darüber redet. Und auch bei Führungskräften, mit denen ich darüber diskutiere, die Wichtigkeit des Themas erkannt haben, ist eine Unsicherheit da. Die sagen, was soll ich denn machen? Ich kann doch schlecht zur Mitarbeiterin gehen und sagen, du bist du in den Wechseljahren. Nein, so natürlich nicht. Ja, das muss man sich überlegen, wie man das macht. Wie gesagt, ich könnte jetzt eine Stunde darüber weiterreden, aber das tue ich mal nicht. Dann war da noch eine Frage, die besonders auf die positiven Seiten sozusagen spricht. Also, wie kann denn das Potenzial, das diese Frauen haben und die Stärken dieser erfahrenen Frauen deutlich gemacht werden und sozusagen die Wechseljahre nicht als Negativum einsortiert werden, sondern dass man auch hervorhebt, welche Leistung diese Frauen eigentlich erbringen? Ja, wir haben, das habe ich ausgelassen in der Befragung, die Frauen gefragt, ob sie die Wechseljahre als positiven oder negativen Prozess sehen. Emotionalen. Ich würde sagen, es ist ungefähr 10% sagen positiv, die anderen sagen größtenteils negativ. Also das ist, da muss man erst mal gucken, dass die Frauen da hinkommen. Aber es liegt vielleicht natürlich auch daran, dass sie, und im Übrigen nicht nur am Arbeitsplatz, sondern ja auch in der Medizin, jetzt würden wir, wenn wir das diskutieren, wieder ein neues Thema aufmachen, bisher nur sehr mäßig unterstützt werden. Nur so viel, die Wechseljahre kommen im Medizinstudium nicht vor. Ja? Und ich glaube, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn wir es schaffen, dass wir die Frauen viel besser unterstützen, also die Wechseljahre sind ja keine Krankheit, den Satz würde ich komplett unterstreichen, es ist ein Umbauprozess im Körper. Wenn der gut begleitet wird, dann geht's, dann haben die Frauen hinterher ja eine bisher ungekannte Freiheit. Ja? Also das ist das, was die Frauen berichten, die durch die Wechseljahre durch sind und die dann sagen, jetzt fühle ich mich viel unabhängiger und freier. Und dann können die eben zum Beispiel auch viel besser sagen, so, und jetzt gebe ich noch mal richtig Gas und mache Karriere. Genau, vielleicht noch eine letzte Frage. Wurde auch die Jobzufriedenheit abgefragt, insbesondere mit der Überlegung, frühzeitig in Rente zu gehen? Also das hatten Sie aber auch, glaube ich, schon angedeutet im Vortrag, dass das eben ein Grund war, früher in Rente zu Ja, gehen. also die Frage zu beantworten, nein, wir haben die Jobzufriedenheit nicht abgefragt. Und wir waren auch überrascht, wie hoch dieser Wert ist, von den Leuten, die sagen, sie überlegen oder sind schon früher in Ruhestand gegangen. Aber das deckt sich komplett mit der britischen Untersuchung. Also ich glaube, da waren die Werte noch höher von den Frauen, die sagen, sie sind, und auch ansonsten nochmal, deshalb ist es so wichtig, die Frauen zu begleiten, weil wenn sie be gut begleitet werden, dann geht es ihnen auch viel besser. Genau, also genau, es gäbe noch eine weitere Frage. Konnten Sie den groben Fahrplan für Unternehmen skizzieren, die ein unterstützendes Umfeld und passende Angebote schaffen möchten? Also ich sage jetzt mal, schreiben Sie mich bitte lieber separat an, dann schicke ich Ihnen mal eine Präsentation, wo ich das Thema so ein bisschen anspreche, weil wenn ich das jetzt weiß ich nicht, 7 Schritte so ganz schnell runterspreche, hat niemand was davon. Also das ist unser nächstes Projekt, dass wir versuchen, das so verständlich zu verschriftlichen, dass das den Unternehmen wirklich hilft. Und wir haben Unternehmen aus der Gesundheitsbranche, die relativ viele Frauen beschäftigen, gefunden, bei denen dürfen wir das sozusagen als Testdummies umsetzen. Sie können gerne die Fragen auch an mich erstmal richten. Ich würde das sammeln für Sie und dann könnten wir gucken, welche Sie vielleicht noch extra beantworten möchten. Dann haben wir, also können wir den Kontakt auch herstellen, wenn jemand mit Ihnen dann direkt auch in Kontakt treten möchte. Gerne. Ja, dann Ein übergebe schönes ich mal an Abendessen. Christine. Danke dir, Susanne, und danke schön an alle, die im Chat so rege mitbeteiligt unterwegs sind. Frau Rumler, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich freue mich, dass jetzt tatsächlich auch hier in Deutschland deutlich mehr Aufmerksamkeit zu dem Thema ist, weil es sollte kein Tabuthema sein. Es ist kein Hexenwerk. Die Hälfte unserer Bevölkerung geht durch dieses Phänomen, das sich für viele aber halt ganz, ganz fremd anfühlt. Das heißt, dafür mehr Aufmerksamkeit, für mehr Verständnis zu schaffen, auf beiden Seiten, Männer, Frauen und alles dazwischen, hilft so vielen Menschen überall.
Und ich glaube, damit haben Sie einen großartigen Impuls gesetzt. Wir freuen uns auf Ihre Charts, aber auf natürlich noch viel mehr, was da kommt, und werden auch den Bundestag genau im Auge behalten, was dabei rauskommt. Ja, sehr Deswegen schön. einmal von mir ein herzliches Dankeschön, auch an den Chat, vom Chat noch einmal. Das war ein großartiger Start mit der ersten Keynote in den heutigen Tag. Herzlichen Dank. Sehr schön. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Und noch eine schöne Konferenz.